Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play The Human Resource Machine. Neuer Tag bei mir, neues Glück für unsere Rätsel und ich würde sagen, wir fragen uns gleich mal als erstes, wo ist eigentlich Carol? Im Jahr 33. Hey, where is Carol? Oh my god. This coffee is amazing. Back to work, ladies. Was? Breaking. Sondersendung. Meldungen über eine Maschinenarmee werten als falsch aus. Alles gleich 100% korrekt. Wetter innerhalb akzeptabler Parameter. Für den menschlichen... Oh Gott. Sie alle werden nicht zu Schaden kommen. Okay. Ich bin irritiert. Aber der Weg ist noch relativ kurz. Schaut mal, Leute. Rein theoretisch müssten wir nur die Hälfte machen. Ich mach's nicht. Ich ziehe alles durch bis zum bitteren Ende. Aber schaut mal, was wir alles schon hinter uns gebracht haben. Oh, hier unten war es noch einfach. Aber genug geguckt, wir machen 34 jetzt als nächstes. Wir kriegen jetzt schon ins Bild, das Ende ins Bild. Ich freue mich drauf. Die Vokalverbrennung im Jahr 34. Hi! Jail, was? Was geht hier vor? Hust. Die Geschäftsführung möchte die Bandbreite verringern, indem alle Vokale aus Wörtern entfernt werden. Viel Glück! Schicken Sie alle von der Inbox in die Outbox außer Vokale. Hier liegt jetzt wieder dieser Arm rum. Den hatten wir schon beim letzten Mal irgendwann. Ich kann aber auch nichts davon anklicken. Auch nicht. Ich habe nämlich noch nie versucht, hier irgendwas im Zimmer anzuklicken. Ist mir mal in den Zwischenaufnahmen aufgefallen. Aber es geht auch nicht. Okay. Genau, also wenn... Ich verstehe. Also Ritru müssen wir reinmachen. Wir müssen also abgleichen. AIUU. Wir müssen das, was wir in der Inbox haben, abgleichen mit dem Wert hier drin. Quasi die ganze Zeit hier durchgehen. Das heißt, wir brauchen mit Sicherheit... die Subtraktion und den Bump. Was daran liegt, wir nehmen jetzt, ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Es liegt aber daran, wir nehmen jetzt beispielsweise das H, rechnen H minus A minus E, I, U, E, I, I. Was? Gegen die Vokale rechnen wir es auf jeden Fall. Und sobald irgendwann 0 rauskommt, wissen wir, dass das der gleiche Buchstabe ist und schmeißen den weg. Sollte allerdings hier immer überall ein negativer oder positiver Wert rauskommen, können wir das in die Outbox packen. Und wir brauchen den Bump. Dafür brauchen wir die Subtraktion, deswegen habe ich das gerade gesagt. Und wir brauchen den Bump zum Durchzählen, damit er bei 0 anfängt. Das heißt, wir müssen auch feste Referenzen schaffen. Und wir brauchen den Bump zum Durchzählen, damit er von 0 bis 4 durchgeht. So. So viel zur Logik. Das heißt, ich würde sehr, sehr gern diese 0 hier nehmen und die nochmal hierhin kopieren, damit wir wieder wie beim letzten Mal ein Durchzählungsorgan haben und ein Nuller-Organ für das Rechenergebnis. Wisst ihr, was ich meine? Und dann gehen wir in die Inbox. Und wir kopieren das Ergebnis, was wir haben, einfach mal hier daneben. Ist ja eigentlich egal, wo es hingeht. Hauptsache, es ist da. Okay. Dann... müssen wir... eigentlich eine Copy from mit der Referenz auf dieser Zahl nehmen, damit er anfängt, hier durchzuzählen. Und wir müssen diesen Wert minus die 7 rechnen. Weil das ja dann A minus H, E minus H und so weiter.
Das heißt, wir brauchen auch gleichzeitig einen Bump, der das hochzählt, die Sechser. Nein, die. Nein, halt. Er zählt. So muss das sein, ne? Das habe ich, glaube ich, auch noch nie probiert. Wenn ich das jetzt bumpen würde mit Referenz, zählt er dann nicht das Feld hoch, sondern den Wert? Nein, das macht er ja jetzt. Ich bin irritiert. Auf jeden Fall muss am Ende, was auch immer, muss das in die Outbox unter einer bestimmten Bedingung. So. Und mein Lieblingsjump, weil es der einfachste von allen ist. Jetzt fehlen hier dazwischen aber jede Menge Schritte. Nämlich, wir müssen ja davon ausgehen, dass hier zwischendurch das Ergebnis der Subtraktion zum Beispiel 0 ist. Wenn das 0 ist, das, was wir rausgenommen haben, dann soll er einfach ganz von vorne beginnen, indem er das aus, indem er das hier wieder 0 setzt und aus der Inbox bla bla bla, genau den ganzen Kram, er setzt es wieder auf 0. Das ist richtig. Und er müsste rein theoretisch das Bumpen wiederholen. Aber an welcher Stelle wissen wir denn? Nach dem Bumpen Copy to hier so rein, ne? Denn er nimmt ja die Kopie, genau, das müsste sein. Mach das mal kurz. Genau, du machst das hier rüber. Das Haar dorthin. Rechnest das gegen und schnallst, das ist minus 7. Genau. Okay, 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 ich hab's gerafft. Ja, das wollte ich auch gar nicht. Ich habe hier zwischendrin bloß einen fehlenden Schritt, denn ich muss es ja auch irgendwo beenden, diesen. Diesen ganzen Kram und das hier rausholen. Nämlich müsste ich. Müsste ich doch hier an der Stelle den Jump of Zero hier reinsetzen, weil. Den Jump of Zero habe ich gesagt. Weil. Er nimmt ja die Kopie hiervon. Nicht die Kopie hiervon, sondern die Kopie davon. Und überschreibt sie ja in einer gewissen. Ja, genau. Das müsste es eigentlich sein. Genau. Ich spule den Akt mal ein bisschen vor. Genau. Jetzt nimmst du die 4. Juhu. So, jetzt musst du gleich raffen, dass es 0 ist. Hier noch nicht. Jetzt aber. 0. Sehr gut. Das müsste es sein, demzufolge. Würde ich jetzt mal ganz dreist behaupten. Fühlte sich auch nicht schwer an, muss ich sagen. Also vielleicht liegt es einfach daran, weil ich zwischendurch Pausen mache. Sogar die Optimierung geschafft, dass ich Pausen mache und nicht wie beim allerersten Mal. Da habe ich ja die ersten 8 Level oder so. Ich weiß gar nicht, oder 8 Folgen sogar am Stück aufgenommen.
Weiß ich nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall war es zu viel, glaube ich. Und ich habe irgendwann einfach ausgesetzt. Und ich glaube, der frische Wind dann am neuen Tag, der tut relativ gut. Ich würde sagen, wir haben noch knapp 6 Minuten. Eins können wir noch probieren, ne? Wir machen mal die 35. Duplikatvernichtung. Sie sind gefeuert. Warum ist hier... Haha, kleiner Scherz. Aber ich habe tatsächlich eine Nachricht von Ihrer anderen Vorgesetzten. Sie ist heute gesundheitlich beeinträchtigt. Aber sie lässt Ihnen ausrichten, es wird Zeit, alle Ineffizienz zu beseitigen. Das ist schon alles. Kann es sein, dass Ihre gesundheitliche Beeinträchtigung mit diesem riesigen Loch in der Wand zusammenhängt? Und ist meine Vorgesetzte vielleicht Carol? Legen Sie alles aus der Inbox in die Outbox, außer Sie haben den gleichen Wert zuvor schon gesehen. Verwerfen Sie alle Duplikate. Das heißt, wir müssen ja eigentlich das, was wir in der Inbox haben, irgendwohin kopieren. Und da wir ja nicht auf freie Felder, Buchstaben auf freie Felder, mache ich das mal auf die 14. Muss ich das so einzeln machen und dann von der 14 in die 13 als Checkwert? Warte mal, was machst du jetzt? Du nimmst das? Okay, du darfst das. ADDEEEA. Das ist natürlich schwierig. Am Anfang ging es ja noch, dann waren die Werte hier immer so gleich hintereinander. Man könnte es natürlich so machen, man geht immer wieder in die Inbox und legt alles, was man hat. Ich weiß ja nicht, wie viele hier reinkommen. Das ist aber halt eine Lösung, die nicht ewig funktioniert, sondern nur einmalig. Und man legt alles, hätte ich gesagt, hier auf die Reihen. Und dann nimmt man halt immer den neuen Wert und rechnet den Minus, wie wir das gerade eben im vorherigen Level gemacht haben. Wir können es ja auch auf den Boden legen. Wir müssen... Kann ich das... Ja, genau. Ich habe irgendwie die Einbildung gehabt, man dürfte nichts auf den Boden legen. Ich kann es doch also rein theoretisch... Ich muss mal schnell zum Gucken, ob sie das darf. Nicht genug Zeug in der Outbox. Okay. Ich könnte also rein theoretisch auch auf die Null legen. Was passiert eigentlich, wenn ich das mache? Ist, wenn ich ein A bumpe, das ein B? Ach, Subtrahieren vom Buchstaben funktioniert. Wenn ich es aber bumpen will, dann ist es plötzlich was Komisches. Ja, ja. Ja, ich habe auch Angst vor ihr. Boah, 17 Schritte. Ich bin gerade versucht.
die Folge hier an der Stelle zu beenden. Mir mal Gedanken über das Level zu machen. Und mit gemachten Gedanken in die neue Folge zu starten. Weil die Folge gleich um ist, wisst ihr, deswegen halt gerade nur. Ich geh mal weg. Wir müssen auf jeden Fall die Inbox nehmen. Und wir müssen das eigentlich auch irgendwohin kopieren. Und zwar als doppelten Wert, damit wir das auch zählen können. Warte mal, wenn wir das... Können wir das dann bumpen? Okay. Ach so. Ich weiß, dass ich das gerade getan habe. Ich muss das bloß für meine Logik gerade nochmal verstehen, was es war. Das heißt doch aber eigentlich... Das heißt eigentlich, dass ich eine kleine Idee habe, aber jetzt nicht wirklich die große Ahnung von dem, was als nächstes rauskommt. Deshalb würde ich sagen, damit ich hier nicht wieder halbe Stunden Folgen raushaue, machen wir an der Stelle mal eine kleine Pause. Ich gehe einen Schluck trinken und wir machen morgen weiter. Wenn es wieder heißt... Entschuldigung, meine Stimme war weg. Wenn es wieder heißt, Let's Play The Human Resource Machine. Bis dann. Tschüss.